Ursprünglich wollte Familie Poth Weihnachten 2015 in ihr neues Haus einziehen. Doch die Arbeiten dauern länger als geplant. Mittlerweile ist es Frühjahr und der Umbau noch immer nicht fertig. Heute kommt die neue Küche. Hobbyköchin Verona ist begeistert. Alle kleinen Poths bitte zum Tisch kommen, Mami hat gekocht. Während Verona schon vom gemütlichen Kochen mit der gesamten Familie träumt, hat Franjo ganz andere Pläne. Fernseher in der Küche. Ein Schränk an, dass wenn ich da sitze, morgen so ein bisschen Nachrichten gucke. Doch. Nee, das ist Spaß. Nee. Ich hab's nicht erfunden, aber es ist. Es ist Arzt. Ein Fernseher in der Küche? Mal sehen, wer sich durchsetzt. Ansonsten ziehen die Poths aber an einem Strang. Ich glaube, es fängt eine neue Zeit bei den Poths an, eine häuslichere. Mir hat eine Wohnung nie viel bedeutet. Ich habe immer für Kleider, für Stoffe Geld ausgegeben, weil ich wusste, für meinen Job brauche ich das Aussehen, ne, und nicht zu Hause eine schöne Wohnung. Dafür wird jetzt das neue Haus umso schöner. In jeder Etage soll später ein anderer Boden verlegt werden. Also ich glaube, in unser Haus sollte alles einfach erstmal in erster Linie Qualität haben, weil das ist alles für die Ewigkeit, für unsere Kinder, für uns, für immer. Schwierige Entscheidung. Das hier ist für mich der absolute Traum. Also den möchte ich unbedingt haben, aber ich glaube, wir haben eh alle damit geliebäugelt. Also den hier, der ist schon mal sozusagen eingescannt. Endlich, der Umzug steht an. Die alte Wohnung wird ausgeräumt. Fleißige Hände überall. Aber wo steckt Verona? So ein Umzug kann nur einer machen und ist in dem Fall mache ich das, weil wir Männer anders umziehen als Frauen. So. Hier kommt ein Team rein und ich sage weg, bleiben, ja, und alles was bleibt wird eingepackt und was wegkommt, kommt weg. Rationalisiert nennt man das und das kann eine Frau nicht oder schwer. Das größte Möbelstück ist ein weißer Flügel. 300 Kilo wiegt er und soll später den Eingangsbereich des Hauses zieren, sofern er unfallfrei ankommt. Ja, gut. Guck dir an, wie der steht jetzt. Wie eine Eins. Wie eine Eins. Fast 3 Tage hat es gedauert, bis das gesamte Mobiliar da ist. Der Umzug ist geschafft. Die Poths haben sich gut eingelebt. Sohn Diego freut sich über die neue Freiheit. Es ist schon cool, ein eigenes Zimmer zu haben, weil es ist ein Ort, wo man auch mal alleine sein kann, wo die Eltern vielleicht nicht so oft reinkommen oder eher anklopfen müssen. Nur eine Frage ist noch offen. Der Fernseher ist nicht in der Küche eingebaut worden. Also alles gut im Pothschen Traumhaus.